Adam, mit 3:0 vom Ergebnis her sehr deutlich gewonnen. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, das Ergebnis ist bestimmt auf den ersten Blick so, dass viele sich wundern werden, wie das zustande kommt. Wir haben eigentlich im Spiel so agiert, wie wir das wollten. Heute relativ defensiv haben wir uns vorgenommen, um einfach die Spielstärke des Gegners so ein bisschen zu kontrollieren. Das haben wir schon im Hinspiel erfahren dürfen, wie spielstark Spielberg ist, und haben es natürlich auch die letzten Wochen verfolgt, sodass wir ja mit einem gewissen Respekt hierher gekommen sind und gesagt haben, okay, wir erkennen erstmal die Spielstärke des Gegners an und gucken, dass wir Räume schließen, um möglichst wenig Torchancen zuzulassen, um dann natürlich, war klar, in der Umschaltbewegung über Konter vielleicht selbst zum Torerfolg zu kommen. Das ist dann auch ja fast mit der ersten richtigen Chance geglückt, sodass dann praktisch im Verlauf des Spiels diese Überlegung oder die Taktik schon auch gefruchtet hat. Also heute rundum einfach alles ziemlich positiv gelaufen. Ja, absolut. Also Ziel war schon, zum Jahresabschluss nochmal einen Punkt zu holen. Gedanklich egal wie, es war klar, der Platz wird relativ holprig sein, der Gegner ist gut, egal wie, ein Punkt war so das Motto vor dem Spiel, sodass wir jetzt mit dem Ergebnis und mit der Punkteausbeute in der Hinserie jetzt natürlich extrem zufrieden sind. Ja. Sie sind, was die Tabelle angeht, auf Tuchfühlung mit Platz 3 auf jeden Fall, so wie ich das in Erinnerung habe. Als Aufsteiger können Sie sicherlich damit zur Winterpause hochzufrieden sein. Absolut. Tabelle ist sowas, was ich schon ab und zu mal angucke, aber nicht so intensiv, als einfach verleitet, sich mit Dingen zu beschäftigen, die gar nicht unsere Kragenweite sind. Also wir freuen uns über jeden Punkt, wir freuen uns über jeden Sieg, schielen immer eher so ein bisschen nach unten, dass wir da uns ein Polster anfuttern so ein bisschen, dass wir möglichst vielleicht nie so richtig in die Gefahr kommen, ganz krass unten reinzurutschen. Alles, was nach oben geht, ist schön, aber ist nichts, was wir jetzt so wirklich wahrnehmen. Rückblickend auf die Hinsaison jetzt, die jetzt zu Ende gegangen ist, das Negativste und vielleicht auch das Positivste, was Ihnen einfällt? Ja, wir haben so ein bisschen das ganze Jahr betrachtet, und da muss man schon sagen, das Jahr 2016 war für uns extrem erfolgreich mit praktisch einer richtig guten Rückserie in der Verbandsliga, mit dem direkten Aufstieg plus dann jetzt gegen Jahresende so einen guten Abschluss zu haben in der Oberliga. Das ist so das Gesamtpaket, was einem in Erinnerung bleibt. Einzelne Spiele würde ich jetzt mal am liebsten ausklammern. Negativerlebnis hatten wir jetzt auch nicht so wirklich. Ich glaube, was uns unsere Sinne geschärft hat, war definitiv der Rundenstart, wo man gemerkt hat, dass in der Oberliga ein anderer Wind weht, was Tempo, Zweikampfherde betrifft. Und da war unser größtes Problem damals, dass wir uns relativ schnell anpassen, dass wir Fußball spielen können. Dessen waren wir uns bewusst, wollten das wahrscheinlich auch zu viel. Und da war nicht unbedingt negativ, weil es vielleicht zu erwarten war, aber schon so, was mitschwingt, ist, dass dieser Anpassungsprozess eine Weile gedauert hat. Die Winterpause bricht ja jetzt an. Können Sie uns einen Ausblick für Ihre Mannschaft über die Winterpause hinaus geben? Ja, wir versuchen jetzt erstmal die Winterpause zu genießen. Es war schon auch Zeit, weil man gemerkt hat, das Jahr war zwar sehr erfolgreich, aber das zehrt natürlich. Also die Verbandsliga, oder wir hatten eine recht kurze Sommerpause, dann ging es direkt los mit Pokal und mit dem bisschen stotternden Rundenstart, sodass die Winterpause für uns jetzt trotz des guten Ergebnisses heute zur richtigen Zeit kommt. Und dann wird es darum gehen, wenn wir jetzt das Auftaktprogramm in der Rückrunde sehen mit Oberachern, eigentlich auch eine Mannschaft, die unter ihrem Niveau spielt, dann Bissingen, wird es halt darum gehen, direkt wieder da zu sein und möglichst schnell wieder in so eine Serie zu kommen, wo man immer wieder punktet, mal einfach, mal dreifach, möglichst wenig verliert, um dann frühzeitig so ein bisschen die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Herr Damm, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview, wünsche Ihnen viel Erfolg und natürlich alles Gute für den Jahreswechsel. Dankeschön. Wünsche ich Ihnen auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.